Hallihallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues kleines Video geklickt habt. Ja, ich habe vor kurzem drei Produkte bei Kiko im Sale geshoppt und habe gedacht, ich zeige euch heute mal, wie ich das Ganze das erste Mal verwende. Wie gesagt, es ist ein ganz klitzekleines Video, aber falls euch die Produkte von Kiko interessieren, dachte ich, das könnte euch vielleicht Spaß machen. Und dazu kommt, dass das eine Foundation ist. Ihr wisst ja, ich bin ein Puder-Foundation-Mädchen. Es ist eine Puder-Foundation, die wir zusammen ausprobieren werden. Und da werde ich mich dann heute Nachmittag auch nochmal reinmelden. Denn es kann sein, wir sollen heute 28 Grad kriegen, dass wir in unseren kleinen runden Familienpool springen heute Nachmittag. Und dementsprechend wird das Ganze nicht super lange auf meinem Gesicht bleiben. Aber ich hoffe nichtsdestotrotz, dass euch das hilft. Und gegebenenfalls bei einer Kaufentscheidung unterstützt oder eben auch nicht. Also würde ich sagen, los geht's. Folgende Produkte habe ich mir gekauft. Zum einen habe ich mir aus dieser Festival Glow Limited Edition die Powder Foundation in 03 Beige Natural bestellt. Dann habe ich mir diesen wunderschönen Blush hier bestellt. Der ist aus der Blossoming Beauty LE. Und zwar ist das die 01 Natural Freesia. Und dann habe ich mir noch eine Mascara bestellt. Ich habe früher sehr gerne die Mascaren von Kiko verwendet. Und ja, das ist die Holiday Gems 4D Lash Mascara. Und dann würde ich sagen, testen wir jetzt erstmal die Foundation. Dann machen wir uns mal an die Foundation. Also das Packaging natürlich super schön. Ich finde, da ist Kiko sowieso immer sehr gut aufgestellt. Das Ganze kommt mit so einer Klappe. Da unten habt ihr ein Fach für euer Schwämmchen. Das fliegt bei mir ehrlich gesagt ganz schnell raus, weil ich verwende das nicht mit Schwämmchen. Aber so wie ich mich daran erinnere, stand in der Beschreibung, dass ihr es sowohl feucht als auch trocken verwenden könnt. Ich verwende es mit einem Kabuki-Pinsel. Und zwar verwende ich diesen wunderschönen Pinsel von Catrice. Den gibt es, glaube ich, jetzt relativ aktuell auch noch in den Aufstellern. Wow, und da kommt schon mal mega viel an den Pinsel. Himmel, Herrgott. Ich habe die Farbe 03 Natural Beige oder Beige Natural. Und dann wollen wir mal gucken, wie die so ist. Ich arbeite mir das mit kreisenden Bewegungen ein. Ich habe eine Tagespflege mit Sonnenschutz von Salted aufgetragen, ansonsten nichts. Die Farbe ist aber recht passend, würde ich sagen. Ich bin ein Light-Medium-Tönchen. Falls das für euch als Info relevant ist. Und ich würde sagen, dass die Foundation ziemlich glowy ist. Also ihr seht das hier ganz gut. Und sie hat eine leichte Deckkraft. Also man sieht hier definitiv noch meine Pigmentflecken durch. Man sieht noch meine Hauteigenarten. Eigenheiten sieht man noch durch. Ja, und sie gibt halt schon jetzt, das kann man ganz gut sehen, glaube ich, einen relativ guten Glow. Ja, ihr seht, mein Selbstbräuner ist weg. Ne? Ich bin eine Kalkgrätsche. Ja, und ich würde sagen, das reicht schon hier an Foundation. Erstes Fazit, es wirkt für mich ganz gut. Es ist sehr glowy. Ich bin bei Puder Foundations eher so eine matte bis semi-matte, so ein semi-mattes Finish gewohnt, aber es gefällt mir trotzdem gut. Also gerade für den Sommer ist ja so glowy immer sehr nett. Von daher verteufel ich das jetzt mal nicht. Und viele suchen ja auch gerade mit Puder Foundations ein Glowy Finish. Also von daher ist diese Festival Glow, das passt also ganz gut. Powder Foundation, glaube ich, ganz gut für euch, wenn ihr einen Glow sucht. Wundert euch übrigens nicht, ich habe heute Morgen meine Augenbrauen gefärbt. Ne? Die sind noch recht dolle. Genau, ich würde mal sagen, wir machen mal weiter mit dem Blush. So, da haben wir diesen wunderschönen Blush. Alleine das Packaging, ne? Das ist so 3D-mäßig. Ja, es ist die Farbe 01 Natural Freesia und zwar sieht das Ganze so aus. Das Ganze ist einmal mit einer matten Seite versehen und einer schimmerigen Seite und dann testen wir mal. Ich gehe mal so insgesamt rein hier, wie das Ganze so. Oh, okay, Pigmentierung ist super. Schauen wir mal, ob man den Glow doll sieht. Oh ja doch, also man sieht, man braucht definitiv keinen Highlighter, wenn man diesen Blush verwendet.
Es sei denn, man möchte das Ganze extra, extra haben. Boah, aber die Farbe ist super schön. Das ist halt wirklich, bei Freesia habe ich schon gedacht, dass, na, wenn das nicht einen pinken Unterton hat, aber der ist relativ neutral, würde ich sagen. Na, schaut mal, also super natürlich, super schön, gefällt mir richtig gut. Und man sieht halt auch echt den Glow ganz schön, ne? Ja, sehr schön. So, Dille. Und dann haben wir hier die Holiday Gems Mascara. Die kommt mit so einer Sanduhrform. Und da würde ich sagen, legen wir mal los. Ich mache das Ganze mal in der ersten Schicht hier bei euch vorne. Die ist in der ersten Schicht schon mal zumindest so, dass sie gut trennt, aber auch noch sehr dezent. Ne? Also ja, ich trage das Ganze jetzt mal in zwei Schichten auf und dann gucken wir uns das mal an. So, ich habe die Mascara jetzt in zwei Schichten aufgetragen. Ich finde sie ganz schön. Ich muss dazu sagen, ich glaube, sie hat zwischen 3 und 4 Euro gekostet. Also völlig in Ordnung. Wenn ihr Volumen sucht, ist das auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich bin ja jemand, der Länge und Definition sucht, nicht so viel Volumen. Und für mich ist das okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, die müsst ihr haben, ne? Also sie ist aber ganz gut aufbaubar. Also ich gehe jetzt nochmal so in einer dritten Schicht drüber. Aber sie ist jetzt für mich nicht super überzeugend, ne? Aber wie gesagt, wenn ihr eher Volumen sucht, dann ist das was für euch. So, Dille, das sind jetzt hier die Produkte. Ich habe sonst wirklich nur ein bisschen Augenbrauengel in die Augenbrauen, Labello-Pflege auf die Lippen und ein bisschen Bronzer verwendet. Also wirklich kein dollen Schickimicki hier heute. Generell finde ich die Produkte von Kiko wirklich schön. Also ich kann sie euch generell empfehlen. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich später nochmal für ein Update für die Foundation. Ich hoffe, das Video hat euch erstmal gefallen und geholfen. Und ja, dann hören und sehen wir uns später nochmal. Hallöchen, meine Lieben. Da bin ich nochmal zum kleinen Fazit zur Kiko Foundation. Ja, ich habe jetzt nicht nochmal abgepudert oder sonstiges. Also ihr seht jetzt wirklich mein Gesicht. Wir haben am Abend halb acht. Ja, Gott. Also ich habe die auch wirklich lange getragen. Ich war nicht im Pool. Ich muss sagen, bei den 28 Grad, die wir jetzt heute hatten und meinem ständigen Gefummel im Gesicht, ist sie natürlich jetzt gewichen. Ja, also sie ist natürlich jetzt auch auf dem Weg nach Haus. Aber ich muss sagen, für eine Puder-Foundation und vor allem für eine sehr glowige, leuchtende Puder-Foundation hat die wirklich einen guten Dienst gemacht. Ich finde die Farbe wirklich schön. Sie ist recht neutral und sie passt sehr gut zu meinem Light-to-Medium-Hautton. Das Finish ist wirklich sehr leuchtend, natürlich, nicht cakey, was ich sehr schön finde. Und generell vom Finish her geht sie für mich so ein bisschen in die Bare Minerals Richtung, wobei Bare Minerals, die originale Foundation, ist bei mir ein bisschen cakey. Das war diese hier jetzt nicht, weswegen ich sie sehr, sehr, sehr angenehm gefunden habe. Ich fand es toll, wie viel Produkt quasi auf dem Pinsel schon beim ersten Mal eintunken kommt. Da habe ich auch definitiv andere Puder Foundations, wo du definitiv echt reinzimmern musst, damit du da auch ordentlich Puder auf dem Pinsel hast. Das fand ich hier auch sehr schön. Es ließ sich wunderbar auftragen, nicht fleckig. Also ich muss sagen, alles in allem wirklich ein Top-Produkt. Und für den Preis, wie gesagt, ich habe es gerade im Sale gekauft. Ich bin der Meinung, für um die 11 Euro für eine Puder Foundation ist das völlig in Ordnung. Also ich werde euch die Produkte nochmal unten in die Infobox verlinken, wenn ihr Interesse habt. Auch der Blush hat super gut gehalten. Man sieht immer noch ein bisschen Farbe hier an den oberen Teilen der Wange. Vergesst nicht, ich bin wirklich so eine Fummeltrine. Ja, also ich fummel mir den ganzen Tag hier so im Gesicht rum. Und dementsprechend ist das wirklich echt super, wenn man bei mir abends noch
Blush-Reste sieht. Das muss man einfach wirklich so sagen. Und vor allem eben bei diesem Sommerwetter jetzt, wo man halt wirklich schwitzt und die Siffe einem vom Gesicht trieft. Also da haben diese Produkte wirklich jetzt echt einen guten Job gemacht. Beide Daumen nach oben. Also wie gesagt, falls ihr Interesse habt, guckt unten in die Infobox, da sind die Produkte verlinkt. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich drücke euch, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!